Gott, ich habe so Angst und ich glaube, ich habe so reingeschissen. Ach, du meinst doch nach der Arbeit, du hast kaum was richtig. Ich habe trotzdem Angst. Jonas, Ihre Klausur, nächstes Mal wieder ein bisschen weniger konzentrieren. Nein, 1-. Was? Hast du doch alles gewusst? Ja, nicht ganz, aber fast. Ich habe sogar Lösungswege angegeben. Oh, Lösungswege sind kritisch. Oh mein Gott, ein 5+. Was? Wie hast du das denn gemacht? Einfach Antworten irgendwie geschätzt. Obwohl ich das manchmal wirklich wusste, habe ich trotzdem einfach irgendwas geschätzt. Oh mein Gott, warum habe ich das nicht gemacht? Ich hätte auch einfach raten können. Kann es sein, dass du für die Arbeit gelernt hast? Ja, übertrieben viel. So dumm. Ich wusste sogar, was ein Differentialquotient ist. Ah, das war der Fehler. Du darfst dich echt nicht vorbereiten, sonst verkackst du die Arbeit. Meine Eltern werden so ausrasten. Erst Mathe jetzt hier, dann letztens Deutsch 2+, Englisch 1. Deine Eltern sind doch noch echt streng, so was Noten angeht, oder? Mies streng. Mein Vater meinte letztens zu mir, ich bin nicht mehr sein Sohn, wenn ich nicht wenigstens meine 4 schreibe. Ey, weißt du was? Schreib doch das nächste Mal einfach alle falschen Antworten von mir ab. Oh, mies, gerne, danke, Bruder. Oder am besten, wenn der Lehrer uns aber erwischt und wir direkt eine 6 kriegen. Oh mein Gott, voll der gute Plan. Lass das nächste Mal so machen.